Sonntag, vierter Advent. Sonne geht auf. Es ist sehr stürmisch heute. Oh. Und an was erinnert uns das? Ich hatte versprochen, die Fenster zu putzen. Die sind noch nicht geputzt. Die sollten seit einer Woche sollten die geputzt sein. Sofort hat das Universum reagiert und mir noch eine Maus geschickt zum vierten Advent, weil ich meine Fenster nicht geputzt habe. Hapschensalat hier. Maus 34 zum vierten Advent. Ich dachte, es ist Ruhe hier im Karton. Nee. Die Story geht noch weiter. Und ich habe mir nochmal den Film angeguckt und täglich grüßt das Murmeltier. Das geht so lange weiter, bis hier eine Knutschmaus auftaucht. Gewaltiger Sturm hier. Gewaltiger Sturm heute. Zum vierten Advent. Orangen runtergeflogen. Das bedeutet, die werden langsam reif. Die Ratte war dran. Ich brauche meine Falle für die Ratte. Die frisst mir sonst die ganzen Orangen weg. Hoffentlich fliegt mir die nicht um, die Banane hier bei dem Sturm. Maus 34 zum vierten Advent 2021 in La Palma in meiner unendlichen Geschichte her. Das war schon lang nicht da. Durch Putzen wird es klar. Da können wir auch gleich Vokabeln wiederholen. Blanco. Negro. Perfecto, perfecto. Und so hätten wir zum vierten Advent das finstere Zeitalter beendet, indem wir die Fenster geputzt haben. Kali-Yuga ist zu Ende. Und die Maus Platz an der Sonne. Und nun das Sonntagsei des Kolumbus. Wie kann man durch Willenskraft ein Ei zum Stehen bringen? Einmal mit einem faulen Trick. Fällt nicht um, aber das ist noch nicht das echte Ei des Kolumbus. Das echte Ei des Kolumbus geht so. Oh, Scheiße. So. So steht. Das ist doch schon Freude zum vierten Advent.